Hier kommt die Prinzessin. Du siehst glücklich aus, Prinzessin. Ja, Schäfchen ist das allerbeste Schaf auf der ganzen Welt. Und jetzt wohnt es für immer bei mir. Ja. Hier bist du, Prinzessin. Ja, ja. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, wo das Schaf herkommt. Hä? Von einem Bauernhof in der Nachbarschaft. Also muss ich es wieder dahin bringen. Aber es möchte hier wohnen, bei mir. Tja, das geht nicht. Es gehört auf den Bauernhof. Aber es ist mein Schaf. Nein, Prinzessin, es gehört jemand anderem. Na gut, wir sagen den anderen nur noch auf Wiedersehen. Komm mit, Schäfchen. Na schön, verabschiedet euch ruhig noch, aber nicht zu lange. Schnell, Schäfchen, du musst dich verstecken. Hallo, Prinzessin. Wo ist dein Schäfchen? Es versteckt sich. Du meine Güte. Wo denn? Das ist ein Geheimnis. Hallo, Püppchen. Oh, hallo, Papa. Schätzchen, ich fürchte, wir können das Schaf wirklich nicht im... Schäfchen nicht im Schloss behalten. Warum denn nicht? Weil Schafe keine Haustiere sind. Sie müssen im Freien leben. Wo ist es, mein Schatz? Püppchen. Na gut. Komm raus, Schäfchen. Du musst jetzt wieder zu dir nach Hause gehen. Na dann los. Bin gespannt, was du zum Abendessen bekommst. Ich wette, schönes, frisches Gras. Ich vermisse Schäfchen. Es ist doch gar nicht weit weg. Vielleicht können wir es mal besuchen. Wirklich? Aber natürlich, Püppchen. Das hier habe ich im ganzen Schloss gefunden. Das gehört Schäfchen. Tja, das hätte es lieber mal mitnehmen sollen. Ich werfe es in den Abfall. Oh, nein, warte. Oh, meine Spezialität. Mal sehen, was ich tun kann. Eins links, eins rechts und eine fallen lassen. Eins links, eins rechts und eine fallen lassen. Eins links, eins rechts. Hallo, Prinzessin. Bist du immer noch Tierärztin? Aha. Und schau mal, Mo hat jetzt einen schönen warmen Pullover, damit er sich nicht erkältet. Oh, der sieht aber kuschelig aus. Den hat Mama aus Schäfchens Wolle gestrickt.